Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ich möchte mich auf diesem Weg nochmal für Ihr außerordentliches Engagement und Ihren Einsatz in dieser doch wirklich außergewöhnlich herausfordernden Situation der Corona-Krise bedanken. Ganz herzlichen Dank, dass Sie mit unterstützt haben, um die Situation bestmöglich für die Bürgerinnen und Bürger entsprechend zu organisieren und zu regeln. Unser Krisenstab hat von Anfang an mit agiert, dass wir die Situation gut bewältigen können. Unser Corona-Büro hat viele Freiwillige gefunden, die das unterstützt haben. Das Servicetelefon ist von einer breiten Gruppe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entsprechend bedient worden. Unser Außendienst ist verstärkt worden und das sind alles Maßnahmen, die wir uns so gar nicht vorstellen konnten, die wir ergreifen mussten. Eigentlich ist unsere Arbeit fast völlig verändert worden. Aber Sie haben alle mitgezogen, haben daran mitgewirkt, dass wir das bislang, glaube ich, bestmöglich auch geschafft haben. Und von daher möchte ich Ihnen ausdrücklich auch die positive Rückmeldung aus der Politik weitergeben, wie auch von einigen Bürgerinnen und Bürgern, die das durchaus sehr positiv auch wahrgenommen haben, wie strukturiert wir das abgearbeitet haben. Also wirklich meinen allerherzlichsten Dank dafür. Jetzt gehen wir in die Karwoche und in das Osterfest. Viele von uns haben auch Urlaub, der soll auch genommen werden. All denen wünsche ich eine schöne, erholsame Zeit im Kreise ihrer Familie. Wir werden hier im Rathaus aber weiterhin auch die Aufgaben erledigen. Die Mannschaft im Rathaus wird alles Notwendige weiter umsetzen. Dafür auch meinen Dank. Und ich hoffe, dass wir uns alle dann nach den Osterferien gesund hier wiedersehen. Und ich hoffe, dass wir dann auch ein Stück weit mehr Normalität wieder umsetzen können. Aber das bleibt abzuwarten. Also bleiben Sie gesund und bis bald.